Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München, heute aus dem Oberland und zwar bei Günther Maria Halmer. Hallo. Prima, dass wir bei Ihnen vorbeischauen können. Sie haben wirklich ein tolles Buch geschrieben. Es hat mich gefesselt. Ja. Verschiedene Passagen, worüber wir ja gleich reden werden. Aber ich glaube, wenn man den Titel Fliegen kann jeder erstmal hört, dann interessiert einen natürlich, warum dieser Titel? Ja, das muss man eigentlich Bertelsmann fragen. Wie haben Sie diesen Titel ausgesucht? Ich wollte lieber diesen haben, Ansichten des Wiederborsting. Das hat verkaufstechnische Gründe, glaube ich. Okay. Und mit dem Fliegen haben Sie gemeint, rausfliegen, aber auch hochfliegen. Also alles, was man mit Fliegen verbinden kann, käme da vor oder kommt da vor. Zumindest rausfliegen kommt häufig vor. Ich sag mal, meine Generation, die ist mehr oder weniger mit Ihnen aufgewachsen. Mhm. Also ich kann Sie in ganz als Charlie. Als Charlie, aber auch aus ganz vielen, ein Tatortfilm haben Sie ja wohl gemacht. Ja, ja. Aus unendlich vielen, also wenn man bei Wikipedia mal sich Ihre Chronologie anguckt, dann weiß man, wo man selber war zu dem Zeitpunkt, wo Ihre Sachen veröffentlicht wurden. Aber trotzdem, man muss, und weil das tun Sie ja in Ihrem Buch auch, Sie fangen ja sehr chronologisch an. Und ja. Ich würde jetzt ganz gerne mal, weil ich glaube, das hat Sie zu vielem bewegt, auf Ihren Vater zu sprechen kommen, der ja aus einer Zeit stammt, ja, wo Deutschland auch im Krieg war. Ihr Vater ist Soldat gewesen. Der hat Sie hart rangenommen. Ja. Können Sie mal beschreiben, wie hart er Sie rangenommen hat? Naja, das waren natürlich auch Schläge dabei. Da war Ehrgeiz, da war ein klarer Druck. Schon in der dritten Klasse Volksschule musste ich Latein lernen und da hat er mir schon Lateinaufgaben gegeben, sodass ich eigentlich, wenn ich mit der vierten Klasse ins Gymnasium kam, da konnte ich eigentlich schon fast das halbe Buch. Das hatte den Nachteil, dass ich in der Klasse nicht aufgepasst habe und im Unterricht nicht gemerkt habe, dass die Klasse langsam an mein Pensum herankommt und dann an mich überholt hat. Also das war schon mal der erste Fehler. Und ich weiß nicht, warum er so ehrgeizig war. Er wollte unbedingt, dass ich einen zweifachen Doktor habe. Und naja, ein Psychologe kann das sicher gut erklären. Und der Druck war natürlich dadurch da, dass er halt auch in den Ferien permanent mir Lateinaufgaben gegeben hat, obwohl draußen die Sonne geschienen hat und meine Freunde draußen Fußball gespielt haben und Räuber und Gendarm. Und ich musste halt in dem Zimmer sein und musste da diese blöden Lateinvokabeln, die unregelmäßigen, lernen. Und abends hat er mich abgehört. Und der Druck, der dann immer da war von diesem strengen Vater, dass er mich abends abhört und ich muss alles können, sonst gibt er Watschen, das war unschön. Weil richtig zugelangt auch. Ja, das war schon kräftige körperliche Züchtigung, war üblich. Nur zu dem Zeitpunkt war das nicht so ungewöhnlich, wie es jetzt erscheint, weil damals hat man ja auch in der Volksschule Tatzen bekommen, auch einmal übergelegt worden mit einem Rohrstock. Oder man musste sich in die Ecke knien, vielleicht sogar auf den Holzscheit. Also da waren schon so kleine Foltermethoden, waren da eigentlich schon üblich. Wenn Sie jetzt daran zurückdenken, Wie erscheint Ihnen das? Wenn Sie darüber nachdenken, kriegen Sie da so eine innere Wut auf? Nee, ich bekomme eher Mitleid mit meinem Vater, weil ich weiß, dass er es eigentlich, und das klingt jetzt wirklich albern, wo setzt man sich hin? Ja. So gerne, ja. Dass er es eigentlich gut gemeint hat. Ja. Ich meine, sein Ehrgeiz, der kam von irgendwoher, das ist schon klar. Aber ich meine, er hat ja später auch, also es war ja kein, ich mag das nicht, dass man meint, er ist ein schlechter Vater gewesen, weil er hat mir alles bezahlt. Er hat mir dann die Schauspielschule bezahlt, er hat mir Paris bezahlt, er hat mir die Überfahrt nach Kanada bezahlt und ein Geld gegeben dazu. Und also er war ein sehr verantwortungsbewusster Vater, aber halt geleitet von einem schrecklichen Ehrgeiz, seinen Sohn, und dann hat er mich natürlich auch noch falsch eingeschätzt, er hat mir eine Intelligenz zugebilligt oder zugemutet fast, die ich nicht hatte.
Naja, jetzt glaube ich, müssen Sie sich nicht kleiner machen. Nein, als Sie nein, das ist wirklich so. Ich meine, im Gymnasium, das hat mich halt alles nicht interessiert. Und auch heute noch, wenn ich so. Das ist ja ein Unterschied, ob es einen nicht interessiert aber, hat oder ob die Intelligenz. Ich habe zum Beispiel auch nicht diese mathematischen Aufgaben begriffen. Das war für mich verwirrend. Ja, also mathematische Aufgaben waren verwirrend. Eigentlich gehören Sie doch zu der 68er-Generation. Ja, war ich nie. Aber Sie, zu der Generation? Sollte ich sein, ja. Aber ich habe mich eher, das waren eher nicht meine Anhänger. Da war ich kein Anhänger. Ich fand es immer unangenehm, wenn so Gruppen marschiert sind auf den Straßen und Ho Chi Minh geschrien haben. Ich war immer ein Einzelkämpfer, ein Individualist. Und ich habe das auch nie verbunden mit dem Allgemeinen, was ja immer gesagt wird, die Adenauerzeit, verknarrte oder was sagt man, da gibt es so einen Ausdruck irgendwie so, die Adenauer, irgendwas war da ganz Schreckliches und ich fand das gar nicht, weil das war ja die Zeit mit Elvis Presley, mit Rock'n'Roll, das war die Zeit, wo die Mädels Petticoats getragen haben und ein Pferdeschwanz und das ging bergauf, die Autos wurden größer. Das war eigentlich eine schöne Zeit und natürlich sexuell war es jetzt nicht so locker, wie es jetzt ist, aber ich bin nicht ganz sicher, wenn ich ganz ehrlich bin auch sehr konservativ geblieben eigentlich. Bin ich ganz sicher, ob die heutigen Jugendlichen mit dieser Leichtigkeit im Sex, ob es die besser haben. Ja, obwohl eigentlich ja die sexuelle Revolution ihre Generation angezettelt hat. Ja, natürlich. Das war, als die Pille kam, waren Sie ja quasi jung. Ja, ich habe mal den Franzl Geiger gehört, jenen berühmten Autor, der auch viel geschrieben hat, der gesagt, wir haben immer geschnackselt, immer schon. Ja, also ob das jetzt erleichtert wurde oder nicht, ich meine, das hat es schon immer gegeben. Nur, ich muss zugeben, also ich kann mich noch erinnern, dass man also einmal hat man den von der Abendzeitung, glaube ich, den Chef und den Sieges Sommer irgendwie bestraft, weil der Sieges Sommer seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat, dass da er ein anderes amoröse Abenteuer haben konnte. Und es war natürlich auch verboten, dass man jemand übernachten ließ bei sich, also seinen Kindern sozusagen, auch wenn sie schon 18 waren, wenn dann noch jemand übernachtet hat in dessen Zimmer. Das wurde eigentlich als Kuppeleiparagraf bestraft. Also da war man strenger. Ja. Was ich in Ihrem Buch ungeheuer selber auch nachempfinden konnte, ist dieses Weggehen aus Deutschland nach Kanada. Ja. Ich habe das mal nach Amerika gemacht, da war ich 8 Jahre, weil man sich da so komplett auch neu erfinden so kann. So ist es, genau. Hatten Sie eine ähnliche Erfahrung? Ja, ich habe ja da in dem Buch schreibe ich, glaube ich, auch, das ist eine Programmierung, nicht? Wenn man in einer Kleinstadt lebt und deren Gedanken und die Eltern und man hört ja nur diese Gedanken und die erscheinen einem dann ja auch vernünftig, sozusagen, vernünftig. Und Fleiß und der Lehrer sagt was und mein Vater sagt das Gleiche und der Onkel sagt auch das Gleiche, dann nimmt man an, dass das so ist, ja, und gewöhnt sich diese Denkweise an und ist wie mit dem Geschmack, wie mit dem Essen auch. Man isst halt das, was man kennt und man denkt das, was man auch kennt. Und dann kommt man eben in ein Land mit vollkommen anderen Menschen und dann plötzlich denken die vollkommen anders und leben aber auch. Und auch nicht schlecht. Und dann merkt man, also hoppla, vielleicht ist dieses Denken, muss man in Frage stellen, vielleicht ist diese scheinbare Logik, die ja fast physikalisch, ja, nur so geht's, plötzlich in Frage gestellt wird. Und sagt, nein, es geht gar nicht nur so, es geht auch ganz anders. Aus Rosenheim jetzt auf die andere Seite des amerikanischen Kontinents, also an den Pazifik zu gelangen, wie sind Sie darauf gekommen? Wo haben Sie davon erfahren, dass das machbar ist? Ja, das sind ja viele Zufälligkeiten, nicht? Also man braucht zuerst mal so eine Art von so eine Leere in sich, wo man das Gefühl hat, das bringt mich nichts weiter. Ich stehe wieder am Anfang, es hat keinen Sinn mit mir. Alle finden mich einen Loser und alles ist ganz schrecklich. Und dann muss man natürlich, kann mich ins Grübeln, was ist falsch, was macht man falsch, was ist da falsch? Und dann spürte ich eben, dass es sein könnte, dass ich einfach vollkommen weg sein muss von dem Einfluss der Eltern, der Freunde, mich vollkommen auch vom Geld der Eltern, nicht, weil man ja immer wusste, naja, die schicken schon dann eine Spritze, wenn es der Not am Mann ist.
In Paris zum Beispiel nicht, dass man nicht arbeitet, aber ich weiß, wenn ich jetzt einen Brandbrief schreibe, ich habe kein Geld mehr, und dann kommt schon wieder Geld. Vater war Anwalt, hat er also ein bisschen. Ja, das war ein angestellter Anwalt. Also der war Geschäftsführer in Riedenfelden, das ist da so eine Firma, Papierfabrik, da war er Geschäftsführer einer, also hat Anwalt, aber dann schon angestellt. Also nicht reich, wir waren in einem gut Mittelstand. Bürgerlichen Mittelstand, ja, würde ich sagen. Ja. Und weil da habe ich gemerkt, das geht nicht, weil ich faul werde. Immer wenn man spürt, dass die Eltern doch was machen, dann wird man faul oder nicht und macht es dann nicht. Und da habe ich gesagt, jetzt muss ich mich vollkommen wegbewegen. Ja, und dann kommen eben die Zufälle. Die Zufälle sind, dass ich irgendjemanden kannte, dessen Sohn nach Kanada ausgewandert ist. Und der hat gesagt, sein Sohn gefällt es in Kanada. Also gut, Kanada. Dann bin ich... Englisch? Nee, nicht gut. Also ein bisschen Schulenglisch, aber das war wirklich nicht genügend. Aber ich hatte einen richtigen Gedanken. Ich meine, sowohl da kamen schon wieder die Kleinstadtgedanken, ja, kennst du da jemanden, hast du da einen Beruf, ja. Weißt du, was du dann machst und so, weil du kannst doch nicht ohne Adresse und so hinfahren. Und da wusste ich zumindest schon mal, da war ich schon mal, glaube ich, nicht ganz dumm. Ich bin jung, ich bin nicht blöd. Was soll mir da passieren? Das ist ein zivilisiertes Land. Das ist ja nicht, ich fahre ja nicht in die Wüste, wo man Erfahrung braucht, sondern es sind ja auch Menschen. Also ich werde das schon schaffen. Ja, und dann gibt es eben diese Zufälle, die sich halt immer wieder im Leben ergeben, vielleicht für alle Menschen. Dann trifft man einen, den man schon am Schiff kennengelernt hat und der sagt, er geht nach Edmonton und da sind eben seine Bruder und er lebt schon länger da und der kann mir helfen und ich soll mitkommen. Ja, und da ich auch nicht wusste, was ich in Montreal sollte, bin ich da mitgefahren. Sie sind nach Kanada gefahren, ohne zu wissen, wo in Kanada Sie überhaupt hin wollen. Ja, das war mir aber ganz wichtig und ich glaube, das ist mir immer noch wichtig, dass man sich eine Zukunft einigermaßen frei hält. Das geht bis heute, ist das so, dass ich kriege Angebote oft, dass sie sagen, wir machen nächstes Jahr einen Vierteiler und dann wollen wir weitermachen. Und dann weiß ich schon, nächstes Jahr weiß ich schon im Juni, was ich da machen soll, das will ich gar nicht wissen. Oder auch Tournee, ja, wenn man schon weiß, nächstes Jahr im Oktober werde ich in Castrop-Rauxel sein, das mag ich nicht. Sie haben da ja in einem Asbestbergwerk gearbeitet. Ja. Wenn Sie sich heute noch mal überlegen, im Asbestbergwerk gearbeitet zu haben, kriegen Sie ja komische Gefühle, weil man weiß ja, Asbest ist nicht besonders gesund. Man weiß viel über das Asbest, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das alles stimmt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich viele getroffen habe, die da immer noch leben und auch von der Zeit erzählen. Sogar alte Leute haben mich nach einem Interview, wo ich geschrieben habe, ich war in Kanada, oder beziehungsweise wo ich war ja mit Lebenslinien war ich nochmal im alten Bergwerk, bin ich ja nochmal gewesen mit Bayerischen Rundfunk. Da haben sie mit mir Lebenslinien gemacht und da habe ich gesagt, ich mache das nur, wenn ich wieder zurück darf und meiner Frau zeigen, wo ich das war. Und daraufhin haben sich einige gemeldet, die alle noch aus dieser Zeit waren. Und die wirkten nicht krank. Ich bin nicht ganz sicher, was der wahre Grund dahinter steckt. Es ist schon klar, also Asbest, das habe ich auch Mama an der Hand gemerkt, also hatte kleine Widerhaken. Ja, und das ist ein Staub mit Widerhaken. Und wenn man den zu oft einatmet, wird man so eine starre Lunge kriegen, glaube ich. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob wenn der jetzt irgendwie unter dem Putz liegt, dass das also gleich abgerissen werden muss, das ganze Haus. Weiß ich nicht. Also, Sie sind Mitte 70 und machen auf mich einen sehr gesunden Eindruck. Ja, so also, das kann ja nicht geschadet haben. Herr Halmer, ich würde mich gerne nach der Pause mit Ihnen darüber unterhalten, wie es denn dann dazu gekommen ist, dass Sie ins Schauspielfach gegangen sind. Gerne. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Academy. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, also mit Günther Maria Halmer unterhalte ich mich über sein Buch, was er rausgebracht hat. Eigentlich sollte es heißen Ansichten eines Widerborstigen, aber der Verlag hat sich durchgesetzt mit Fliegen kann jeder. Also falls es nicht die riesige Auflage hat, die Sie sich gewünscht haben, dann können Sie immer den Verlag dafür verantwortlich machen, weil der Titel eigentlich der andere sein sollte. Ja. Vielleicht hätte ich einen anderen Titel gewählt, bis spät fällt einem immer sowas ein, habe ich gedacht. Jeder Mensch muss einmal nach Sacramento, das hatte Therese Giese gesagt in Münchner Geschichten. Ein jeder Mann muss einmal nach Sacramento.
Das war die Geschichte, wo Sie mit den Pferden, Tor, ja. Mit den Pferden durch. Er muss nach Sakramento und die Leute sagen, der hat einen Vogel und die sagt, nein, ein Jedermann muss einmal nach Sakramento. Das finde ich einen ganz schönen Satz. Und wenn man sich so mit Ihnen unterhält, dann hat man auch das Gefühl, dass Charlie eigentlich so der Typ ist, der Sie vielleicht sogar auch irgendwo ein bisschen sind? Ja, also in gewisser Weise schon nicht ganz so leicht. So leicht in seinem Andenken wie ihr, in seinem Nachdenken wie der Charlie, der war ja doch sehr locker. So ganz locker bin ich nicht, ich bin schon ernsthafter und grüblerischer. Aber ich kann mich sehr gut in die Figur hineinversetzen, auch heute noch. Also auch heute noch könnte ich den Charlie von der Psyche leichter spielen, als meinetwegen, wenn man mir eine Bundeskanzlerrolle zutrauen würde. Erinnern Sie sich denn noch dran, wie der Regisseur Dietl Sie auf diese Rolle des Charlies vorbereitet hat? Was so im ersten Gespräch, was er Ihnen gesagt hat, wie der sein soll? Ja, der Helmut Dietl war ja ein sehr verschlossener Mensch. Der hat also lange die Karten verdeckt gehalten und hat einen eigentlich immer nur beobachtet und hat einem nur so das Nötigste mitgeteilt. Und hat dann gesagt, ja, er sucht einen Hauptdarsteller für eine Fernsehserie und der mit einer Oma lebt, aber hat nicht konkret gesagt, was. Weil der Helmut Dietl, der wollte, glaube ich, immer sehr genau selber erkennen, wo die richtige ist. Er hat Angst gehabt, dass man sich dann so benimmt. Ja? Ja. Er wollte herausfinden, was man kann man da... Wo sind die wahren Ecken? Weil er hat ja auch früher mal, zumindest mal in den ersten Serien, hat er grandios besetzt, weil er so großartig die Menschen beobachtet hatte. Später ging er dann ein bisschen sehr auf Prominenz aus. Gerade in seinem letzten Film. Ne? Ja, aber auch bei seinen Filmen überhaupt wurde dann also sehr prominent besetzt und nicht so sehr nach seinem großer Lust, Menschen zu beobachten und zu hinterfragen. Er hat sie auch sehr oft ganz anders besetzt, als die sich selber gegeben haben. Beispielsweise die, ich spreche nur von der Barbara Valentin, die als Sexnudel mit berühmt wurde und Skandalnudel und Sex. Ja. Und er hat sie gesehen und gesagt, das ist eine Komikerin. Ja. Und hat das ganz komisch gefunden. Ne. Aber über Besetzung würde ich ganz gerne nochmal mit Ihnen reden, weil gerade wenn man sich so Hollywood-Filmen vor Augen führt, ja, und dann mal guckt, wo deutsche Schauspieler da eingesetzt worden sind, dann waren das ja in erster Linie nur Nazis und Sie haben das auch zweimal gemacht. Ja. Und wenn ich sagen müsste, was waren die stärksten Momente in Ihrem Buch, dann finde ich diese Beschreibung, wie Sie als Schauspieler diesen Höss gespielt haben, das war der Kommandant von Auschwitz. Ja. Das finde ich einfach ungeheuer stark, wie Sie das beschrieben haben, weil ich mich immer gefragt habe, wie erleben deutsche Schauspieler sich selber, wenn sie diese Nazi-Rollen spielen? Ja. Na, es ist ja so, der Schauspieler an sich ist sehr ehrgeizig und wenn er international was zu tun kriegt, dann naja, dann macht man ja fast alles mit, ja, wenn international, wenn die Amerikaner rufen. Und in dem Fall war natürlich, beim ersten Fall war es Alan Pakula und, ja, ich meine, zuerst war natürlich Gandhi, aber da war ich zufällig, bin ich zufällig gekommen, das konnte ich ja spielen, aber dann kam eben Alan Pakula. Und nur kurz mal einhaken, bei Gandhi, da haben Sie ja einen jüdischen Architekten gespielt. Jüdischer Architekt, Dr. Kannenbach hieß der Mann. Ja, und dann den Nazi. Und dann den Nazi, und die beide haben ja, beide Filme bekamen einen Oscar und ich war in beiden Filmen als einziger, glaube ich, dabei, mit einmal als Nazi, einmal als Rudolf Höss. Naja, dieser Deutsche ist natürlich klar, die Amis brauchen ja einen Deutschen eigentlich nur bei solchen Filmen. Ja. Nicht? Da holen sie dann die Originaldeutschen heraus. Ich habe mal einen Film gemacht mit einem französischen Regisseur, der hieß Der letzte Zivilist, hieß dieser Film. Das hat eine deutsche Produktion gemacht, der Regisseur mit Co-Produktion mit Frankreich. Der Regisseur war ein französischer Jude und hat uns viel Deutsche besetzt. Aber die Hauptrolle letzten Zivilisten war der Herr Sydow, Max von Sydow, der Schwede. Ja. Und dann habe ich den Regisseur gefragt und habe gesagt, sag mal, wieso nimmst du für die tolle Rolle keinen Deutschen? Nimmst du uns für alles für Deutsche? Sagt er, wenn er ehrlich sein soll,
er kann sich keinen guten Deutschen vorstellen. Hat er gesagt. Ja, ja, ja. Hat der gesagt, ja. Und da habe ich schon nachgedacht darüber. Das ist natürlich auch, wir sprechen jetzt über die 70er Jahre, glaube ich, oder? Oder ist es? Nee. Das war Anfang 80er und so, ja. Ja. Also, aber eben dieses Sophie's Choice, also ja. Sophie's, Sophie's Entscheidung. Das war 1982, so glaube ich, ja. Mit Meryl Streep. Ja. Und haben Sie, war das der Film, den Sie in Auschwitz gedreht haben? Den haben wir in Zagreb gedreht. Zagreb. Da haben wir auch die Fernsehserie War in Remembrance, der hieß bei uns Feuersturm. Und da wurden ja alles, der gesamte Weltkrieg, der zweite wurde da gefilmt. Das war also der Krieg in Japan und dann in Europa und dann eben Holocaust, natürlich durfte nicht fehlen. Die hatten sich da auf diese Kriegsfilme spezialisiert. Ja, das war die ganze Serie. Es war ein Riesen, und die haben, glaube ich, Jahre da gedreht. Es war ein Riesenunterfangen. Die waren in der Südsee, die waren im Japanischen Meer, die waren im Original in Katowice, Auschwitz. Ja, die waren überall. Erklären Sie doch noch mal bitte, warum Sie in diesen zwei Filmen mitgespielt haben, den Höxter, also im Grunde genommen einen der größten Kriegsverbrecher, der jemals in der Geschichte existiert hat. Und dann aber auch bei dem dritten Film, Schindlers Liste, dann gesagt haben, nee, da mache ich jetzt nicht mehr mit. Das kann ich schon begründen. Zum einen war dieser Hösse eine Figur, die es gab. Und insofern war das auch schauspielerisch eine Herausforderung. Ich habe dessen Biografie gelesen, habe versucht, die Gedanken dieses Mannes nachzuempfinden, die ja alles andere als sadistisch waren, sondern gehorsam. Ein Untertan-Denken. Der hat von oben die Auftrag bekommen und das wollte er perfekt ausführen. Ja, das war das eine. Also hat mich das interessiert. Und das zweite war eben noch einmal der Höss. Und dann war ein Original Auschwitz, also da hatte ich das Gefühl, ich spiele eine Figur, die es gab und die kann ich mir ja, die gab es ja nun mal. Mhm. Aber wie dann Schindlers Liste kam, da waren ja die Deutschen, wenn man ganz ehrlich ist, die deutschen Kollegen waren dazu da, um irgendein Baby den Kopf zu zerschmettern oder eine Frau zu vergewaltigen. Also das war mir dann doch zu... Ja, also das mochte ich nicht. Also das Monsdeutsche so zeigt nicht. Ich möchte schon zeigen, die Gefahr, die in unserem Charakter gelegen ist, aber nicht, dass wir lauter Charakterschweine waren, die alles niedergemäht haben und Kopf zerschmettert haben, also nur sadistisch waren. Das war mir dann doch zu simpel, das Ganze. Bei Sophie's Choice, da haben Sie auch mit jüdischen Schauspielern zusammengearbeitet. Ja, aber fast immer, ja. Und die Regisseure waren auch immer jüdisch. Nicht? Ja. Und da kommt oft das Wort Scham vor, was Sie gespürt haben. Natürlich, ja. Können Sie das nochmal beschreiben? Ja, klar. Also ich meine, wenn man wohin kommt und ein ganzes amerikanisches Team ist da und manch einer kommt und sagt, schau her, zeigt mir die Auschwitz-Nummer. Das war der Branko Lustig, ein Produzent, der auch schon mal in Deutschland einen Filmpreis verliehen hat. Und dann sehen Sie auch Kolleginnen, die ganz ostentativ den Stern zeigen. Und man kommt als einziger Deutscher dahin und weiß, man spielt also jetzt dieses Schwein. Und die Szenen kennt man ja auch, man weiß, was ich da tun muss in den Szenen. Und man wird dann so geholt und dann vorgestellt, dann kommt man sich vor wie ein Pranger. Ja, und man hat das Gefühl so. Und wenn dann noch jemand, wie ich das ja im Buch beschreibe, eine Frau, die Deutsche ist, die aber jetzt die auch in Auschwitz war, die nur dazu da ist, um zu testen, dass alles stimmt, also historisch richtig ist. Und wenn ich die lebt in Kanada, und wenn ich die anspreche auf Deutsch und sage, I don't want to speak German, und lässt mich stehen, dann hat man ein schlechtes Gefühl, natürlich. Und mehr als wenn man hier in Deutschland ist und dann sagt, ja, sondern da wirst du ja sozusagen direkt zu all diesen Menschen hingestellt, nicht? Die
und verlangen von dir Dinge, die dir zutiefst peinlich sind. Ja. Weil du weißt, das spürst, das, du weißt, das haben Leute von uns gemacht. Meryl Streep war ihre Partnerin, ja. die mit der sie spielen mussten. Ja. Und es ist dann auch noch so eine delikate Szene gewesen. Ja, also, musste da zwischen die Beine fassen und am Busen fassen und so, weil der Höss da sie wie so ein Untermensch mal kurz benutzt hat. Und ja. Wie ist das, wenn man mit so einem Weltstar gegenübersteht und man weiß, also, dass diese Szene auf einen zukommt? Wie bereitet man sich darauf vor? Na ja, da kann ich mich nicht darauf vorbereiten. Da muss man sich seelisch irgendwie darauf einstellen, muss sich Mut zureden. Ich meine, so Szenen habe ich auch in Deutschland dick. Ja. Also das würde ich auch ungern machen, nicht, wenn ich einen Nazi spiele oder auch wenn ich jetzt einen Menschen spielen müsste, der einer Kollegin dazwischen die Beine fasst, das würde ich euch jetzt auch nicht wollen. Ja. Und beim Weltstar, es war dann so, ich weiß ja, dass dieser Film in der ganzen Welt gesendet wird und die Hauptdarstellerin, die weiß das auch, die hatte die Szene auch gelesen, die weiß schon, was auf sie zukommt. Insofern habe ich da schon gewusst, dass die das wegsteckt. Ja, die wird das super spielen. Mhm. Also das war, glaube ich, wichtig. Und dem Regisseur, der hat mich da angesprochen und hat dann gesagt, das ist mir so ein bisschen peinlich, Günther, aber das klingt jetzt ein bisschen albern, du wirkst zu attraktiv. Der Höss war ja eigentlich ein kleiner, stämmiger, durchschnittlich aussehender Mann und du wirkst ein bisschen zu attraktiv. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass die Meryl Streep da, dass wenn du da sie anfasst und die macht nichts dagegen, dass das fast schon so einen Stich kriegt, das gefällt ihr. Ja, ja. Und da hat er mich gebeten, das langweilig zu spielen. Dann habe ich gesagt, das kann ich nicht langweilig, wie soll ich das spielen langweilig? Und dann habe ich eben gesagt, ja, dann macht man es vielleicht so, ich habe da so einen Migräneanfall, dann gibt es mir doch so einen nassen Waschlappen am Kopf, soll die Meryl Streep mir den Waschlappen am Kopf, ich liege da, habe diesen nassen Lappen am Kopf, das ist ein sehr lächerliches Bild, ein Mann mit so einem Lappen am Kopf. Ja. Und wenn der dann zu fummeln beginnt, ist das ja besonders albern. Ja. Ja. Und dieses sich einmischen als Schauspieler in Regie-Themen, ist das mit Amerikanern eher machbar als mit Deutschen? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Die erwarten das geradezu. Das haben auch die Engländer schon erwartet. Die erwarten das, dass du bist der Fachmann für deine Rolle. Und du sollst deine Rolle spielen. Ja, es gibt natürlich Situationen, wo die sagen, also das müsste man nicht lieber da haben, weil da wollen wir so rüberspielen. Aber im Großen und Ganzen, deine Rolle ist dein, da bist du verantwortlich dafür. Mhm. Und sie erwarten, ich habe zum Beispiel der Meryl Streep bei ihm in der Suite, die Szenen haben wir so ein bisschen schon so vorgeübt, um sich warm zu laufen, sozusagen Warm-up mit uns beiden. Und da hat er nur zugeschaut immer und gesagt, yeah, no, show me something else. Mhm. Aha, yeah, yeah, more interesting, yes, go on. Also der sucht dann aus. Also ich als Schauspieler war von denen sozusagen wie ein Vertreter, der sagt, ich habe das und das und das und das biete ich da. Und dann sagt er, ja, nehmen wir mal das da. Also so ein bisschen mehr in der Richtung. Und natürlich überhaupt keine, nicht die geringste Angst, seine Autorität zu verlieren. Ja. Ja, nicht die geringste Angst. Wie, ich meine, Sie haben jetzt, wie lange sind Sie dabei als Schauspieler? 40 Jahre, kann man sagen? 50 bald. 50? Ja, jetzt bin ich 74, mit 50 bin ich auf die Schauspielschule, also mit 24 auf die Schauspielschule. Da ich aber schon nach einem Jahr gespielt habe, bin ich schon fast also 50. Sie haben ja nicht nur Filme gemacht, sondern eben auch Kammerspiele und sind ja auch wirklich im Theater aufgetreten. Inwieweit haben Sie als dieser erfahrene Schauspieler das Gefühl, dass der Regisseur sie wirklich besser oder schlechter machen kann? Ist das, ja, das ist natürlich ganz groß. Ja. Also ich brauche jetzt keine Namen nennen, aber es gibt natürlich Regisseure, die sofort spüren, als eine Szene, die stimmt. Die Schauspieler müssen nicht lügen, sondern die Schauspieler können sich fallen lassen in der Szene. Oder ein anderer hat irgendwas im Kopf sich zusammengedacht und zwingt die Schauspieler, dass sie das spielen, obwohl es eigentlich nicht ihrem Naturell und auch nicht der Rolle entspricht. Mhm. Und je mehr ein Regisseur die
Schauspieler in eine Situation bringt, dass sie ganz leicht mit Leichtigkeit ihre Rollen spielen können. Das ist wahre Regie. Ja, und trotzdem nicht den Faden verliert. Der weiß schon, wie er uns führt. Also ich habe mit dem Lars Kraume in meinem Familienfest, der hat ja überhaupt nie irgendeinen einen Tipp da gegeben oder was gesagt, sondern das erstens mal gibt es, ich erzähle eine Geschichte, Tabori hat mal inszeniert am Burgtheater und da hat mir der Gerd Voss erzählt, das war glaube ich Warten auf Godot und der Tabori hat immer geschlafen. Der saß unten, war schon ein alter Mann, über fast bald 90 und hat immer geschlafen, ab und zu aufgewacht, gesagt, ja, ja, wonderful, wieder geschlafen. Und die zwei haben, das war der Kirchner und er, haben hervorragend und es kam dann zur Premiere und es war ein Riesenerfolg. Dann haben die beiden gedacht, das können wir auch selber, also wenn ein schlafender Regisseur braucht man, das können wir ja auch selber, wir haben es ja sowieso selber gemacht. Ja. Und dann haben sie was Neues, sie sind auch sowas zu zweit und das war ein Flop. Und da ist mir klar geworden, dass allein der Geist eines Menschen, der da ist, dass du automatisch in einem höheren Klima anbietest, besser spielst. Ja. Es gibt ja die Geschichte vom Furtwängler, wo man, die Berliner Philharmoniker haben gespielt, geübt, mit einem, plötzlich haben sie viel besser gespielt. Und dann haben sie gesagt, wieso spielen die jetzt so viel besser? Dann haben wir gehört, der Furtwängler war hinten, plötzlich kam er in den Saal hinein und hat nur zugehört. Ja, glaube ich sofort. Aber das ist gut, die Regisseure sind so, da bist du, die haben auch dementsprechend besetzt. Ja, aber Sie jetzt mit Ihrer, ich sage jetzt mal, Seniorität. Ja. Spüren Sie auch, dass da also jetzt mittlerweile auch von der Regieseite so eine Art Respekt auch da ist? Der Mann, der weiß einfach, wenn er gewisse Planken erklärt bekommt, dass er weiß, wie er sich da drin zu bewegen hat? Ja, also man, natürlich, wenn man mich besetzt, ist man ja von vornherein schon positiv gestimmt bei mir und man hört natürlich zu, wenn ich sage, müssen wir überlegen, ob das richtig ist, weil das und das und dann wird schon darüber nachgedacht, mehr als bei so einem jungen Anfänger, der also, wo man das Gefühl hat, der will sich selber in Szene setzen. Ja? Ja. Also man, bei mir erwartet man nicht mehr, dass ich etwas aus Eitelkeit oder um mich wichtig zu machen erzähle, da wenn ich was sage, dann wird schon gedacht, das hat schon Hand und Fuß. Obwohl in Ihrem Buch sprechen Sie natürlich auch über einen Schauspieler, Shell, der also durch seine Autorität und durch sein Ego so einen ganzen Dreh fast zum Platzen gebracht hat. Ja, das stimmt. Ja, in Amerika ist das ja anders. Ich meine, da sind zum Beispiel ein Filmstar, also ich habe das gesehen, der Meryl Streep, wie ich zum Beispiel meine Rolle gespielt habe, hatte ich so ein DIN A4-Blatt, ja? Da stand drinnen, der Schauspieler hat verpflichtet und so weiter. Die Meryl Streep hatte einen Vertrag, der war dick wie ein Telefonbuch. Da stehen dann unglaubliche Dinge drinnen. Da stehen dann aber auch beim Shell zum Beispiel Stan Siger drinnen. Der kriegt ein Auto, das muss so und so groß sein. Der Wohnwagen muss so sein und er hat das beste Zimmer. What is available? Ja. Ja, der kann also praktisch durch alle Zimmer gehen und sagen, das gefällt mir besser, gehen Sie raus, ich gehe jetzt da rein. Also da werden auch zum Beispiel die Größe der Wohnwagen und die Größe des Autos, das dich abholt, wird also da stark mit im Vertrag festgelegt. Ja, ja. Und deswegen hat der natürlich schon einen anderen Status als bei uns. Ich meine, ich krieg meine Gage und dann, ja. Das war's dann, da steht nicht drin, ich muss so ein Auto fahren oder so etwas. Ja. Vielleicht steht noch drin ein gutes Hotel, aber das ist auch wirklich alles. Was mich mal interessieren würde, ist auch, da Sie ja nun schon über so viele Jahrzehnte hin Filme gemacht haben und Sie sich einen Film, sagen wir mal, aus den 70er Jahren angucken, wie erleben Sie sich da? Ja, mit Münchner Geschichten habe ich mir also vor kurzem wieder gesehen, weil der Helmut Dietl hatte eine Ausstellung und da liefen rund um die Uhr. Im Literaturhaus? Ja, im Literaturhaus liefen da verschiedene Serien von ihm und Filme. Ja. Und da habe ich mich als Charlie gesehen und das ist natürlich schon so, das ist so ähnlich, aber ich würde das beschreiben, wie wenn ich von mir ein Babybild sehe. Ja? Ja. Das soll ich sein, aber es ist irgendwie
Wirklich? Weil als Baby, da spricht man ja nicht, aber Sie sehen sich ja. Nein, aber so Jugendlicher oder wenn ich Bild von mir sehe als Ministrant oder so, das sind einfach ein anderer Mensch. Tatsächlich? Ja. Und der Charlie war für mich auch ein anderer Mensch, wie ich ihn gesehen habe. Ich habe mit dem zugeschaut, ich meine, ich war ja inzwischen in dem Alter, wie die Frau Giese war, wie sie meine Oma gespielt hat. Und da schaue ich mir zu wie einem jungen Buben, wie einem jungen Schüler und sage, aha, ja, gut, macht er gut. Ja, aber das so. Gefühl. Ja, ich habe dann auch mit großem Vergnügen das beobachtet und gesagt, ja, da spiele ich gut. Das ist erstaunlich, weil ich habe am Anfang ja das nicht für so toll gefunden, was ich da gespielt habe, weil das war mir so normal. Ja. Ja. Habe das also nicht als große Leistung empfunden. Aber jetzt, wenn ich sehe, sage ich, ja, ich verstehe jetzt, warum die Leute so auf den standen, weil er eine unheimlich authentische, ehrliche Figur war. Okay. Uneitel. Und ehrlich, ja. Und so schreibe ich ja, mein Buch ist ja auch so uneitel. Ja, muss ich wirklich sagen. Ja. Nein, ungeheuer auch uneitel. Auch sensibel. Und das ist, wie gesagt, bei dieser Stelle, wo Sie beschreiben, wie Sie diese Nazi-Rollen gespielt haben. Also das fand ich wirklich. Wenn Sie dann in der Pause haben und dann sitzt Ihnen gegenüber ein Kollege, dessen Eltern in Auschwitz umgekommen sind und sie sitzen sozusagen in den Originalräumen, das ist nur nachgebaut, aber die Grundrisse sind noch, sie sehen noch die Kamine, also nicht von den Öfen, sondern von diesen Baracken, und dann sitzen sie da, ich mit dieser Uniform, mit dieser SS-Uniform, mit Totenkopf und diesen arroganten Stiefeln und dann sitzt mir ein Mann gegenüber, ein Jude, der also die Streifen hat, den gelben Stern, und dann isst man zusammen und sagt, soll ich Ihnen noch einen Kaffee mitbringen? Ja, Also ist schon sehr bizarr. Das passiert halt Schauspielern, nicht? Diese zwei, drei, das vier, passiert, fünf Ebenen. Ja, das passiert halt Schauspielern, ja. Ich glaube, was ich auch bemerkenswert finde, ich sage mal, in Ihrer Branche ist es öfter Usus, dass man vielleicht eine Ehe nicht zu Ende führt. Sie haben eine Ehe, die über 40 Jahre schon bestand hat. Ja. Und haben Ihre Kollegen Sie mal gefragt, was ist das Geheimnis? Ja, das wird immer wieder gefragt und da gibt es kein Geheimnis. Es verlangt zwei moralisch integre Menschen, die nicht das Bedürfnis haben, sich scheiden zu lassen, sondern wo eine Ehe eingegangen wird und gesagt, so und das ist es jetzt. Und dann natürlich das Glück, dass man sich vielleicht jetzt nicht irgendwie auseinanderlebt, nicht, dass man plötzlich dass der Mann plötzlich ein Alkoholiker wird oder die Frau zickig wird und so. Sie sind auch mal so ein paar Monate in Russland gewesen, ohne ihre Frau. Ja. Das ist alles. Und jetzt, ich meine, so hier also das ist ein ganz nettes Bild, kurz vor ihrer Hochzeit. Als Charlie noch. Das noch als Charlie. Ja. Und ich meine, dieser Charlie, wenn er dann nicht Charlie war, sondern Günther Halmer und abends in eine Bar gegangen ist, da werden auch Damen gewesen sein. Ja, schon. Aber ich glaube, also ich bin auch da total frei von Eitelkeit. Ich weiß das ja, wenn man prominent ist, dann kommen halt die Mädels. Aber diese Art von Eitelkeit habe ich nicht gehabt, dass ich das alles abgreife, was mir da begegnet. Und da weiß ich ja auch, was man verlieren kann, wenn man das täte. Nee, also da war ich eigentlich nicht gefährdet, Gott sei Dank, weil ich auch schon mit 27 war ja schon in Kanada gewesen. Also ich habe das schon durchschauen können, dieses. Also ich war ja immer sehr suspekt, prominent war man immer suspekt, ist man auch heute noch suspekt. Ja. Gut, einmal, wir sind jetzt im Schnelldurchgang durch Ihr Leben gegangen. Also man kann da noch, hätte noch wahrscheinlich Zeit für 10 andere Sendungen. Ich fand es hochinteressant. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön, freut mich. Danke. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.